Frau Dr. Bühling, ist Ihnen eigentlich klar, dass wir dieses Jahr in Bayreuth die erste Uraufführung seit dem Parsival von 1882 richtig erleben? Ja, selbstverständlich, stand ja in der Presse. Stimmt. Und ich finde das eine Sensation. Klaus Lang, der verschwundene Hochzeiter. Mal sehen, was uns da blüht. Der Videopodcast 2018 wird Ihnen präsentiert von der Emtmannsberger Bank. Ich bin Paul Esterhazy und ich darf hier in diesem wunderschönen Reichshof, einem alten Kino, eine neue Oper zur Welt bringen. Ich bin Klaus Lang, ich bin der Komponist der Oper Der verschwundene Hochzeiter, die jetzt hier im Reichshof in Bayreuth uraufgeführt werden wird. Diese Geschichte, die der Oper zugrunde liegt, ist ein Volksmärchen oder eine Sage aus dem Alpenraum, die ich schon seit ganz langer Zeit kenne und als Kind einmal gelesen habe und die mir nie aus dem Sinn gegangen ist, sozusagen. Ja, es ist fast so ein bisschen wie im japanischen No-Theater. Es geht um eine Wanderung. Und zwar eine Wanderung im eigentlichen Sinne. Es geht wirklich um einen Mann, einen Hochzeiter, der von seiner eigenen Hochzeit zu der Hochzeit eines Fremden geht. Das ist im Grunde die äußere Geschichte. Auf dieser Wanderung erlebt dieser junge Mann Unerhörtes. Er kommt zurück und stellt fest, 300 Jahre sind vergangen. Das heißt, eine ganz einfache, naive Wanderung durch die niederösterreichischen Voralpen entwickelt sich zu einem Zeitknall. Und das ist ein bisschen auch das, was Klaus Lang mit seiner Musik macht. Es ist auch tatsächlich durch die Struktur der Oper so, dass wir mit dem verteilten Orchester im Raum tatsächlich einen Klangraum betreten, in diesem Klangraum uns aufhalten und den dann am Ende wieder verlassen. Diese Vorstellung, dass man Musik eben nicht nur frontal wahrnimmt, sondern dass man tatsächlich im Klang sich befindet und sozusagen diese Distanzierung ein wenig überwindet, die natürlich eine klassische Konzertsituation darstellt, dass man tatsächlich dieses sozusagen so weit wie möglich, so tief wie möglich in das Erleben eindringen kann und nicht diese Barriere zwischen sich selbst und dem, was man erlebt, wahrnimmt. Der Reichshof, der ja als Stummfilmkino gebaut wurde und eine spezielle Deckenkonstruktion auch hat, die genau für Live-Orchester eigentlich gedacht ist, eignet sich hervorragend dafür. Also es ist eine wunderbare Akustik, die den Intentionen, die ich hatte, ganz wunderbar entgegenkommt. Also es geht in diesem Stück um auch eine Spiegelung. Ein Mensch trifft einen anderen Menschen, den er als Fremden wahrnimmt, und so ein bisschen wie ein Blick in den Spiegel. Und deswegen haben wir versucht, eine optische Umsetzung dafür zu finden, sozusagen ein Zwillingsbild im wörtlichsten Sinne. Es ist ja eine Oper und die beiden Hauptdarsteller, also der Hochzeiter und der Fremde, sind auch ganz klassisch, wie in jeder Oper, mit zwei Sängern besetzt. Das kann ich schon verraten, die wird man nicht sehen, aber umso besser hören. Auf der Bühne gibt es auch, wie gesagt, Darsteller. Ich habe das große Glück, dass wir für diese eine Figur eine sehr, glaube ich, schlagende Besetzung haben. Denn man kann ja am Theater mit allen möglichen Tricks arbeiten, also mit Doubles. Es ist aber sehr selten, dass man es wirklich schafft, dass es eine Person zweimal gibt. Und das ist bei Zwillingen der Fall. Und Otto und Jiří Bubeníček, zwei sehr wichtige Solotänzer der letzten Jahre waren, also das sind zwei Männer, die fast ihr ganzes Leben auf der Bühne gestanden haben, und zwar auf wichtigen, großen Bühnen in der ganzen Welt, und eine unglaubliche szenische Präsenz mitbringen. Da sehnt sich jeder Regisseur danach. Herr Bruck, das kann wirklich nur die Musik. 300 Jahre vergehen an einem Abend, wie im Flug. Ja, wobei zum Raum wird die Zeit. Insofern passt das doch wunderbar nach Bayreuth, oder? Absolut. Ich meine, darauf warten wir jetzt auch schon seit über 100 Jahren, dass hier mal wieder Neues geschaffen wird und für Bayreuth etwas Neues geschaffen wird. Und mit dem verschwundenen Hochzeiter ist das der Fall. Und ich finde ja,
das Neue im Reichshof ist natürlich für Bayreuth wieder super pikant, oder? Ja, schöner wäre es natürlich gewesen, es hätte stattfinden dürfen und können im markgräflichen Opernhaus. Aber da haben wir für die Zukunft noch, sind noch ein paar Wünsche offen. Genau.